Ich habe endlich meine zweite Batterie und immer dran denken beim Arbeiten mit Strom, man kann sich wehtun. Gekauft habe ich sie diesmal bei Hybrid Solar. Das ist in der Nähe der Pacific Mall in Mandaue oben rechts zu sehen. Und gekostet hat sie mich 84.000 Peso. Meine erste Batterie war noch 75.000 Peso, aber die Preise ziehen inzwischen halt auch hier an. Lässt sich auch gut daran erkennen, dass von 4 auf Lager befindlichen Batterien an dem Nachmittag 2 direkt verkauft wurden und neue Batterien werden dann 86.000 Peso das Stück kosten. Dass ich eine zweite Batterie brauche, liegt daran, dass 4 Kilowatt auf dem Dach morgens bis gegen Mittag die Batterie schon aufladen und anschließend, da ich keinen Strom verkaufe, die Leistung nicht gespeichert werden kann. Ich verliere etwa 4 Kilowatt pro Tag, möglicherweise etwas mehr, das wird sich rausstellen, und anstatt eben das Geld an Weco zu bezahlen, speichere ich die Energie dann lieber in eine Batterie. Hier dann auch ein Einblick in die Batterie, denn Ariel, mein Installateur, hat halt gemerkt, dass einer der Kontakte nicht fest war und deswegen haben wir mal die Batterie aufgemacht. Da aber vor allem nachmittags und nachts die Aircons laufen, brauche ich einfach mehr Strom, um dann durch die Nacht zu kommen, und mit 2 Batterien komme ich jetzt auf rund 16 Kilowatt netto. Das ist dann ausreichend, um die Nacht zu überbrücken. Und dass sich das rechnet, seht ihr an den Strompreisen, denn im letzten Monat, seit jetzt meine Freundin hier wohnt, haben wir 124 Kilowatt zusätzlichen Verbrauch, gerade nachts, und das sind jetzt fast schon 2000 Peso. Weitere Preissteigerungen sind da noch gar nicht berücksichtigt. Das heißt, mit den jetzt zusätzlichen 8 Kilowatt kann ich diese 2000 Peso abfangen. Und so spare ich dann wenigstens 6000 Peso im Monat jetzt an Stromkosten ein. Und dadurch finanziert sich die Batterie sehr schnell. Ihr seht auch an den Preisen für die vergangenen Jahre, dass eben gerade im letzten halben Jahr der Strompreis um 25% angestiegen ist. Und ich gehe nicht davon aus, dass der Strompreis sinken wird, eher wird er weiter steigen. Von daher ist eine Investition jetzt in Solar preiswerter als abzuwarten. Ich hoffe, das Video hat euch Informationen geliefert. Vergesst nicht, ein Like dazulassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis denn, tschüss!